Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Abenteuer hier auf dem Kanal. Wir spielen Chernobyl Liquidators. Also da geht es um die Liquidatoren in Tschernobyl, die damals als allererstes beim Reaktor gewesen sind und erstmal Schadensbegrenzung versucht haben zu machen. Das Spiel hat momentan eine eher ausgeglichene Bewertung. Kritik ist teilweise, dass die Spieler nicht wirklich an der Hand nimmt, also dass man manchmal nicht weiß, was man zu tun hat. Das Erlebnis hatte ich auch schon. Ich habe schon ein bisschen mal reingespielt, um zu schauen, wie es ist. Und teilweise sollen Sachen wiederholend sein, aber letzteres finde ich gar nicht mal so schlimm, wenn man weiß, um was es eigentlich geht. Ich würde sagen, ich höre mal auf mit viel Quatschen. Wir schauen erstmal direkt rein, sagen neues Spiel und los geht's. Where did they bring him from? There's been some fire at the power plant. Get away. Hide from the power plant.
Ja, ziemlich stylistisch, der Anfang. Zu den Produkten eines radioaktiven Zerfalls gehören Isotope des Iods, die für lebende Organismen sehr gefährlich sind. Die... Okay. Und es geht gerade schon direkt los. Um dich zu bewegen, benutze WASD und stelle deine Richtung mit der Maus ein. Okay. Sprich mit Leutnant Kivenok. Um zu rennen, Umschalt. Ja, okay. Soweit alles klar. Herzlich willkommen in Tschernobyl. Holy shit. Um zu reagieren, näher dich dem Objekt und drücke E. Okay. Der zerstörte Reaktor. Ich glaube, keiner, der hier gestanden ist, hat hier das überlebt. Okay, drücke deine Inventar walten, drückst du I. In der Feuerbereich zu benutzen, rüste in Zaunfeld 1 bis 9 aus und drücke die entsprechende Taste 1 bis 9. Halte dann linke Maus gedrückt, öffne das Wasserventil und benutze. Ja, okay. Also wir sollen einfach den Schlauch ausrüsten. Ins Inventar. Da sehen wir jetzt gerade unsere Ausdauer, Gesundheit und die Stress- und Strahlungswerte. Da haben wir unseren Feuerwehrschlauch. Und Walkie-Talkie. Machen wir den Schlauch mal auf die 2. Und wir sollen das da hinten hier löschen. Einmal hier ran, bitte. Okay, löschen. Ja, gut, wegen Gesundheitsding funktioniert, wissen wir auch. Okay. Ja, okay. Also, Schlauch, aufmachen. Aus. Gibt's doch nicht, wie kann das so lange überleben? Nö, ist das aus? Ja. Okay. Das nächste Feuer. Da hinten rechter Schlauch? Nee. Was soll das noch machen, oder? Ah, sorry Jungs, dass ich euch da so nass mache. Aber hinter euch brennt's. Okay. Weg mit dem. Das macht die Gesundheit. Die ist noch okay. So, da hinten das nächste Feuer. Hier anschließen. Hallo? Hier anschließen? Und einmal rein hier. Das müsste vom Strahl her passen. Da brennt es noch ein bisschen. So. Und da vorne. So, das sieht gut aus. Sorry. Noch irgendein Brand? Ah, Radio. 1. Okay.
Okay, da habe ich 12. Ne, das machen wir ganz mal nicht. Mach mal den Schlaf hier wieder weg. Okay, Tanker Nummer 2 hier. Einmal anschließen. Ah, muss ich zuerst hier machen. So, einmal ran. Ran. Okay, gut. Ja, das nächste ist. Auch von dem hier. Ich finde die Sounds geil. Ran hier. Okay, was macht die Gesundheit? Die ist noch okay. Gut. Ausrüstung nehmen. Nein, die wollte ich eigentlich nicht. Oh, dir geht's nicht gut. Alles okay? Gut. Weiter noch da hinten. Okay, nimm die Schraube und rüstet sie den Zahnfehler 1 bis 9 auf und drücke entsprechend auf der 1 bis 9. Im nächsten Schritt ziehst du auf das Objekt und drückst die linke Maustaste, wenn du Schaufelrichtung auswählst. Ja, okay. Also das radioaktive Zeugs mit einer Schaufel wegmachen. Okay, die Schaufel mache ich mal auf die 3. Was ist das hier hinten? Alles gut? Das meine ich, da ist jetzt zum Beispiel hier ein Marker und man weiß nicht, was man mit dem anfangen soll. Okay. Gut zu springen, der Taste, ja. Ist klar. Nee, nimm das Teil da. Okay, irgendwo wegspringen. Und dann auch da unten. Okay, ich lasse es mal da. Das ist das nächste. Ich mach das mal hier weg. Gut, hier komme ich nicht hin. Ach, sag mir bloß, ich muss das da. Oh ja, Strahlung. Ich glaube, ich muss das da unten hin machen. Komm, nimm sie jetzt. Okay. Bringe die Trümmer ein und finde die beste Stelle für irgendwas. Okay. Weiter ran. Scheiße. Radioaktivität. Da, Kollege. Viel Spaß damit. Was macht die Gesundheit? Oh, shit. 29. Radio. Okay, löschen. Dann hängen wir uns mal hier dran. Würde ich mal sagen. Gut, auf hier. Okay, aus.
will gar nicht wissen, wie hoch die Strahlung hier gerade ist. Uns geht's nicht ganz so gut. Ja, aber die Hitze macht sie natürlich auch nicht besser. Ja, krieg ich schon da. Komm, mach das Feuer aus. Nein! Oh, geh wieder her. Wladimir Ivanovich, 1950 geboren, cause of death, acute radiation sickness syndrome. Und ich bin mir nicht zu 100% sicher, aber was ich gelesen habe, sind das tatsächlich die echten Liquidatoren, die da gefunden sind. Ja. Militarized Fire Unit Number 6. Und jetzt sind wir schon der nächste Liquidator. Oh, Radio. Nee, ich will die 1, bitte, danke. Hä? Warum nehme ich das jetzt auf einmal? Okay, also wir sollen aufs Dach rauf. Bei uns geht es aber auch nicht gut. Was haben wir hier? Bandage, Schokolade, Anti. Erste Hilfe. Jod. Nummer 5. 4. Hilft es? Schokolade mit dem kleinen Wasser. Hilft es gegen Stress? Wir haben die Wunden, Sprinkler. Ich nehme es mal die 4. Okay, sollte wieder einigermaßen okay sein. Shit, ich hätte das mit dem Jod vielleicht beim anderen machen sollen. Ah, hier rauf. Holy shit. Leute, ihr müsst hier raus. Okay, wie geht's uns? Naja, durchschnittlich. Feuer löschen. Holy shit, wir sind auf dem Dach. Geh aus.
Gut, nächster Bereich. Richtig geschimpft bin ich drauf. Komm hier aus. Okay. Bitte die Leiter und kletter auf das nächste Dach. Ah, da muss ich mich gerade wieder selber trennen hier. Weg hier. Okay, was macht die Gesundheit? Stress. Und die Hockey, ja, Steuerung, alles klar. Warte mal, können wir das hier irgendwie nutzen? Nee. Einen anderen Weg. Geh durch. Nee. Wo willst du mich hinschicken? Nach da oben. Nicht aufgeben jetzt. Level sind noch so normal, wie sie halt hier sein können. Weiß nicht. Nee, das schaut mir nicht richtig aus. Hier weiter rauf. Darüber ist es mal nicht. Ah, hier rauf. Ja. Oder auch nicht. Oh. Holy shit, wollen wir da wirklich... Oh, 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 oh. Holy shit. Was? Nee. Och, nee. Bitte sag mir jetzt nicht, dass ich alles nochmal neu machen muss. Hallo? Wie? Ich muss es alles nochmal neu machen. Okay, ich würde sagen, ich mache da mal einen kleinen Cut. Ich mache das nochmal und dann sehen wir uns, wenn wir wieder da oben sind. Also. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Ich habe es von da oben runter geschafft und ja, der nächste Weg schaut auch nicht gerade viel sicherer aus. Oh, scheiße, das was radioaktiv ist. Weg, weg, weg. Nein. Will ich denn jetzt hier hinkommen? Ja, ich glaube, hier sollte ich gar nicht sein. Ja. ja, gut, habe ich extra da oben nochmal gespeichert. Gott sei Dank geht es. Okay. Ja, und jetzt? Runter? Gesundheit. Ja. Weichstangen zu benutzen, musst du ihn jetzt... ja, okay. Einmal E. Okay. Strahlung. Nominal.
Uns geht's nicht gut. Warum genau gehen wir nochmal diesen komplizierten Weg? Was genau haben wir damit jetzt bewirkt? Kühlwasser abgestellt? Keine Ahnung, was da steht. Nikola Ivanovic, Acute Radiation Sickness Syndrome, 16.05.1986. Okay. IB1, Lagerraum, Lagerhaus. Weiß ja nicht, was ich mit der Information mache. Ja, die Taschenlampe habe ich schon herausgefunden, wie die funktioniert. Okay, technisches Lager. Gut, hier raufklettern. Denn schon wieder aufs Dach? Okay. Wo auch immer. Oh, was ist das? Was haben wir da? GP5 Masken gefüllt. Der Standardfilter für eine GP5 Gasmasken nach seiner geringen Größe. Bla bla bla. Brauche ich das jetzt schon? Jo, die Systeme sind am. Ich glaube, der Aufzug funktioniert nicht mehr. Holy shit. Was ist, wenn wir runtergehen? Ich gehe mal dem Missionsziel nach. Wieso hat sie überall Behälter mit radioaktiven Zeugs? Gut, das ist vielleicht eine dumme Frage, aber es geht mir darum, warum ich das einfach so. So random rum. Keine Ahnung. Okay. Nee, ich will diese Schachtel da oben. Gut, dann. Guten Tag.
Wie bitte? You guys should have shut down the 3 and 4 a long time ago. It's not that simple. First we have to figure out what the heck happened. What do you mean, what the heck happened? The entire wall of the Power Unit 4 has collapsed. Yes, but we don't know what's up with the reactor. Was there a few? Judging by the scale of destruction, it seems so. A serious thing. We need to make sure. I can't help you with that. Better tell me how to get to the roof of the Unit 3. If the elevator shaft was here, you could try to head down to the lower floors and then use the maintenance ladder from the outside. Thanks. I will try to go this way. Be careful. In some places, the radiation can be really high. Sure. Be careful too. Okay. Ich würde hier so schnell wie möglich rausgehen, wenn es irgendwie geht. Ja, cool. Was haben wir hier? Einfach mal das Zeugs mitnehmen. Was kann ich denn jetzt hier machen? Kommt es dann irgendwie später? I guess. Oh, ist das eine kluge Idee? Was zum... Hä? Hä? Was war das denn jetzt? Wo ist dieser Save-Punkt? Ich glaube, hier hat es noch ein, zwei Bugs. Na, wir sind hier. Ja, wir müssen das nochmal machen, okay. Gut, ich nehme das gute Zeugs wieder mit. Wo war das hier? Und das hier. Okay, auch ein neues. Werde das Graphit los, wirf es vom Dach. Das Graphit? So. Nein! Was zum... Was soll denn das? So, jetzt hab ich mal zuerst das Zeugs. Okay, soll ich hier nochmal speichern? Wenn ich dann... Ja, ich glaube, ich speichere hier nochmal. Da muss ich zumindest das Quatschen nicht nochmal machen. Okay. Okay, jetzt hat's geklappt, somehow. Wo bin ich? Was haben wir hier? Was macht die Gesundheit? Naja. Okay, wir sind wieder da. Oh, na toll. Ich tue gerade mal speichern.
So ein Hotkey wäre nicht schlecht zum Schnellspeichern. Wie soll ich hier raufkommen? Nee, das wird nicht der Weg sein. Komm ich hier irgendwie rauf? Okay, das hat funktioniert. Bitte flieg dich runter. Okay. Was? Vasily Ivanovich. Acute Radiation Sickness Syndrome. Der Trupp hier reingegangen ist. So, was bringt mir das? Okay, gar nichts. Wir machen weiter mit dem Hauptding. Tür ist verschlossen. Okay, also ich muss da weiter. Irgendwie muss ich nach da oben kommen? Was bringt es mir, dass ich hier bin? Ach, da. Springen? Okay, Generator läuft wieder. Koffein. Wodka, Wasser. Frag mich, ob ich das mal nutzen soll. Kann ich nicht. Nein, Wodka schützt nicht vor Strahlung. Schön wär's. Oh shit, da ist wieder was Strahlemäßiges. Oh fuck, 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 fuck. Was zum... Also, es hat schon manchmal so seine Momente. Wo bin ich? Ach, hier. Okay, es ist offen wenigstens. So, und jetzt hier da oben rauf. Okay. Ist das der Reaktorplatz hier gewesen?
denn jetzt? Wohin jetzt? Darüber. Oh nein. Ich hab doch gewusst, das war keine gute Idee. Wir haben das... Was? Bandage, Koffein. Ich hoffe, das... Holy shit. Mechanische Verletzungen unter den Gliedmaßen. Je nach Art des Schadens macht die Bewegung sehr schwierig oder sogar unmöglich. Es gibt drei Arten: Verstauchung, Fraktur und Fraktur mit Verschiebung. Sie werden durch Symbole des verletzten Beins in der unteren linken Ecke symbolisiert. Um die negativen Auswirkungen einer Verletzung zu verringern, sollte eine spezielle orthopädische Schiene verwendet werden. Habe ich leider gerade nicht mit dabei. Mal. Nee. Der Marker zeigt irgendwo noch da hinten hin. Da kann ich auch nicht rauf. Ah, oder da die Leiter. Ich tue unserem Bein nichts Gutes. Ja, gehst du jetzt rauf? Es ist ein Dach, zumindest mal. Okay. Oh, Geigerzähler. Lass mich raten. Der schlagt voll aus. Oder so überstrahlt. Shit. Nikola Vasilovic. Accurate Radiation Sickness Syndrome. Squad Leader. Spiel. Das ist doch das Riesenrad, was ja nach wie vor steht, ne? Da war ja, glaube ich, irgendwie so ein Jammer gerade, als das Ganze passiert ist. Es soll nicht sein, dass hier kein Ton ist. Beziehungsweise Musik. Ne, lass es aber trotzdem abspielen. Beziehungsweise, ich glaube, ich werde im Post-Edit schauen, ob ich eine passende Musik habe.
So, nach der Explosion des Reaktors Nummer 4 im KKB CNBB war die radiologische Überwachungsstation des... Ich kann das nie lesen. Hier war Oblast Tagesordnung Nummer irgendwas in Übereinstimmung mit der Aktionsplan zur Säuberung der Stadt Pripyat. Von der Strahlenbelastung gehen wir zu detaillierten Dekontaminationsaufgaben über. Sie bestehen in der sukzessiven Desinfektion der nachfolgenden Quartiere. Das Team von Sergei Buritov hat den Auftrag, die öffentlichen Gebäude auf den zentralen Platz zu dekontaminieren. Daher das Kaufhaus, das Restaurant, das Schwimmbad, den Kulturpalast und das Kino. Der Treffpunkt ist an der Kreuzung der Kuchatower Straße und dem Prospekt Leonia vor dem Tetz-Kaufhaus. Die Abo-Zeit ist um 8 Uhr. Platoonkommandant Leutnant Alexandro Bocchio. Okay. Komplett anderes Setting jetzt. Okay, also jetzt heißt es dann Stadtzauber machen. Aber das machen wir in der nächsten Episode. Interessantes Spiel. Und vor allem, das mal so durchzuleben, wie es die Liquidatoren eventuell da gehabt haben. Für die, glaube ich, war es um tausendfach schlimmer. Aber interessant. Fürs erste Mal von mir, Daumen nach oben. Bis dahin, ich wünsche euch was. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gebt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.